dich erstmal kurz darüber. Das war auch die falsche Variante, aber so ist in Ordnung. Dann haben wir hier die Überlegung, weil wir ja jetzt größer geworden sind, muss die Mitte kleiner werden. Das ist eine mathematische Sache. Ich habe ja hier eine Zentrale und die kommen ja alle von hier. Das heißt ja, wenn ich den jetzt die Mitte zu weit zubaue, kriegen die am wenigsten ab. So muss ich das ein bisschen ausgleichen, damit das dann wieder in Ordnung geht. Ja, dadurch habe ich immer so ein Sternmuster drin. Nicht immer, es kommt auch ein bisschen auf die Reichweite an. Ja. Muss man eben halt gucken, wie man es hinkriegt. So, dadurch haben wir natürlich jetzt wieder hier einen zu viel, aber das ist nun mal jetzt so. Schiff unter Beschuss. Weiter nach rechts würde nicht gehen, weiter nach links wäre jetzt auch schlecht. Ah, es ist nicht so einfach. Hier würden zwei Häuser hinpassen, ohne großartige Probleme. Hier würde sogar noch ein Lagerhaus hinpassen, wenn wir das wollten. Wir machen es aber so und setzen hier unten die Feuerwehr mit dran und dann bleibt eben halt hier so eine Ecke frei. Ja. Ich hätte jetzt doch schon ganz gern noch einen weiter nach da gehabt, aber das passt nicht. Weil wenn wir den jetzt hier noch einen weiter rausholen. Schiff unter Beschuss. Willkommen, Triumph, oder? Doch, finde ich schon. Ja, hätten wir das hier so dran. Wie machen wir's? Wie machen wir's? Wie machen wir's? Diese eine Straße, wie machen wir's? Sind davon, dass wir die jetzt schon mal hochstufen können. Was haben wir hier eigentlich drin? Elektrizitätsreichweite. Na, oh gut, das ist ja an sich jetzt mal schon mal ganz toll. Den könnte man jetzt hier durchleiten. Du kriegst hier deinen Anschluss, damit du hier nicht rumweinst. Wenn da drüben eine Feuerwehr reinpasst mit einem mehr, wäre das echt toll. Na, schade. Wäre schön gewesen, ein Haus passt hin. Schade, schade, schade. Oh, ist das ärgerlich. Da weint der kleine Roland. Das wäre echt schön gewesen. Gut, und jetzt schicken wir die Schiene einfach hier unten lang. Zack, die geht dann einmal ganz bis hier durch. Die schicken wir einfach mal ganz bis hier hinten hin. Und dann einmal hier durch. Müssen die natürlich nochmal entfernen, sonst wird das nichts. Den noch hinstellen. Zack. Super. Fährst also jetzt einfach mal außen drumrum. Dann würde ich jetzt erstmal den gerne auf die Ecke setzen, wohlgemerkt mit Straße, damit wir hier wieder eine Verbindung haben. Vielleicht reicht er sogar von hier aus an den Hafen ran. Wenn ich ihm den hier eigentlich gebe, müsste das vielleicht schon reichen. Warte mal, lass ihn mal kurz. Kommt er nämlich von der anderen Seite gefahren, wäre ja auch nicht so schlecht. Ja, ja, dann macht das von da. Jetzt habe ich hier immer noch einen zu viel und weiß nicht wohin damit. Und ärgern, und ärgern, und ärgern. Stehen die auch alle wieder so ungünstig. Erstmal updaten, was geht, ne? Das war nicht viel. Offensichtlich haben sie ihren... Naja, entspann dich mal. Holen wir erstmal noch ein bisschen Stahl, ein paar Steine ran. Die können nie schaden. Hier ist doch jemand Neues gekommen, jawohl. Noch einsatzbereit, du bist noch frisch, du bist noch knackig. Fenster brauchen momentan sehr, sehr viele. Stahlträger auch, aber die haben sich mittlerweile schon wieder rasend schnell Meine erholt. Ganzen Ersparnisse. Na, sind wir wieder in Nordhausen gelandet, jawohl. Apropos neue Welt. Hat einer mein Luftschiff gesehen? Propeller drehen sich. Kannst du das nochmal ausladen? Was nehme ich jetzt erstmal? Feier. Im Schwebezustand. Lass dich hier hinstellen und wenn wir dich mal brauchen. Ja, wenn wir dich mal brauchen, stell dich mal da.
Lass dich aber nicht ab. Na! Gucken wir jetzt mal, wie wir das hier so hinkriegen. Und vorher würde ich aber hier noch in meiner, ich müsste eigentlich mal umbauen, Station hier noch versuchen, Tetris zu spielen. Stören Sie sich nicht an den Dampffolgen. Tja. Wo stelle ich dich hin? Hm? Hier mal drüber. Du stehst damit drin. Was ich jetzt damit rausholen, produzierst du ja weniger. Ist auch nicht gut. Steht hier noch irgendjemand im Umkreis, der vielleicht hier nicht stehen müsste? Wie läuft's mit den Glühbirnen? Ja. Da sollten wir vielleicht mal was nachholen. Ja, wir brauchen dafür ganz dringend ein Layout. Ganz dringend. Den können wir jetzt pro forma dann noch mit reinnehmen. Jeder Fortschritt. Ja, die Maschinen können jetzt mal wieder. Die ganze Welt versinkt in Schmutz. Ja, tut mir ja leid, Freunde. So, 15. Ja, so, beim nächsten Mal gucken, wie wir es hinkriegen. Seid ihr schon da? Ja. Ah, Digga. Was braucht ihr denn jetzt so pro forma erstmal? Ein paar Brillen. Ja, das kann ich dir so nebenbei besorgen. Das ist auch kein Problem. Erst mal hier rüber und dann holst du mal ein paar Brillen und alles Mögliche. Du schießt alle über den Haufen, dann machst du gut. Ja, das ist hier nicht mal so schnell nebenbei gemacht, ne? Ich kann jetzt hier die Routen alle schon mal rüberziehen. Das ist ein Scherz. Das ist kein Problem. Mal er zum Beispiel kommt jetzt da mit rauf, hat aber keine Brille mit bei. Da wird sich jetzt gleich der aus dem neuen Gebiet damit zuholen. So, dementsprechend wird das hier erstmal alles verteilt. So, ist das Schiffchen schon da? Nein, es war angeschlagen. Der muss doch hier schon gleich irgendwo sein. Da ist er doch. So, Sie dürfen da jetzt gleich mitfahren. Kaffee und Dings. Was sagt unsere Wurst- und Dingsabteilung? Die fahren auch nur zu zweit. Aber die haben auch doppelte Ladung. Während die hier, na gut, die könnten das theoretisch auch mit zwei schaffen. So. Und das mit den Brillen klappt hier noch nicht. Haben wir so wenig Brillen? Ja, Brillen sind, glaube ich, Mangelware. Toll, dafür bräuchten wir auch noch ein Layout, beziehungsweise das hier müsste etwas größer werden. Tja, Freunde der Sonne, langsam, aber sicher. Muss hier einer dran glauben. Wenn du nicht gehst, habe ich jetzt hier ein riesengroßes Problem. Ja. Wäre auch schön, wenn wir hier nochmal Dings hätten, aber haben wir nicht. Verteilen wir es mal ein bisschen. Obwohl, da könnten wir auch die Stahlabteilung entstellen. Wäre sogar vielleicht sinnvoller, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es macht schon einen Unterschied, aber die stehen jetzt außerhalb der Abteilung, das heißt, wir brauchen einen mehr. Hier müssen wir jetzt schauen, wie wir die ordentlich untergebracht kriegen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, wenn wir die so hinstellen. Gut. Das hätte man auch kleiner machen können, Trottel. Trottel, Trottel, Trottel. Komm, dann machen wir es gleich richtig. Schön kompakt, schön dicht beieinander. Der soll auf jeden Fall noch in der Linie bleiben. Hier drüber können wir diskutieren. Die sind nicht wichtig. Die haben keine Priorität. Die stehen hier sowieso nur zusatzmäßig drin.
Die sind alle voll, das heißt, wir können die alle rausnehmen, ohne erstmal was auszulösen. Gut. Dann, wenn wir den seitlich stellen, müssten wir eigentlich besser bei wegkommen. Sprich, das heißt, wenn wir den hier unten einfach... Ne, dann macht er nicht mit. Gut. Wenn wir den dann hier hinpacken, dann sagt er, ist in Ordnung. Super Sache, super Sache. Okay. Der könnte hier unten rein. Das wäre auch kein Problem. Jetzt du. Du könntest hier oben stehen. Damit wirst du noch im Bereich stehen. Das wäre gut. Ja. Jetzt kriegt ihr eine Kompaktanlage. Bam. Bam. Der würde hier auch noch passen. Vielleicht nicht schön, aber er würde drin stehen bleiben. Damit wird hier drüben der Viererplatz frei. Oder wir setzen ihn auf 5. Wenn wir noch 5 haben, können wir ihn noch so nehmen. Zack. Mit ein bisschen Glück. Bisschen Glück müsste der hier unten noch reinpassen. Jawohl. Ja. Industrie- und Handelskammer hier runter versetzen. Wäre auch legitim. Dann würde ich den erstmal dahin stellen. Dass wir noch einen haben. Plus den nochmal zusätzlich. Damit genug Glas im Umlauf ist. So, damit sollten wir jetzt wieder genug Brillen haben. Das erste kleine Problem geklärt. So. Und hier aus könnten wir noch Stahlträger und Steine mitnehmen. Hier gibt es übrigens keine. Wir haben keine. Gibt es ja gar nicht mehr. Wir müssten tatsächlich mal ein paar Leute aufsteigen lassen. Die so aussehen. Warte auf Befehle. Wie groß sind Investorenhäuser? Die dürfen noch mitmachen. Damit sind wir aber schon bei minus 600. Okay. Jetzt wird's lustig. Diese Außenlinie bräuchten wir eigentlich noch. Oder wir lassen die hier auf jeden Fall so stehen. Müssen aber gucken, dass wir hier zum Beispiel Schokolade reinkriegen. Oder dass die auch noch Seife kriegen. Das kriegt ihr nicht, ansonsten geht's euch ja super. Ah, jetzt wird es langsam knapp, wenn wir die 10.000 da behalten wollen. Vielleicht kommen hier weniger Investoren hin, als ich dachte. Vielleicht muss das hier tatsächlich genauso bleiben, aber das wäre schlecht. Hier wäre das kein Problem, hier könnten wir damit leben. Mehr schlecht als recht natürlich, aber wir könnten damit leben. Das ist auch nicht optimal, weil die hier hinten keinen Strom kriegen. Weil wenn wir den Strom geben würden, wäre das auch gut. Aber wie kriegen wir da hinten noch Strom hin? Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Abgesehen davon, dass die uns jetzt auch ordentlich helfen würden in Sachen Arbeitskräfte. Ich verurteile sie zu dieser überaus angemessene Wie. Sie wollen sich da rauben. Na, hier können wir nichts ändern. Schwierige Angelegenheit. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ihr wart jetzt erstmal mit dabei. Kaffee. Muss nicht brennen, dann kriegt er auch noch Strom. Genau, jetzt brauchen wir nur noch Strom hier für den ganzen Club. Theoretisch könnten wir Glühbirnen hier für uns selber produzieren. Ja, Quarz, wenn wir kriegen, könnten wir tatsächlich dafür sorgen, dass hier auf der Küste noch irgendwas hinkommt. Ja, aber hier oben müsste noch verteidigt werden, weil das reicht nicht. Schwierig. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall sowieso noch mehr Häuser. Ohne mehr Häuser läuft's nicht. Dann würde ich den ganzen Hafen gerne einen weiter nach unten schieben, wegen der Symmetrie. Wäre das überhaupt machbar? Ja, das sieht sogar gut aus. Wenn wir den ganzen Hafen, also bis auf die Battery, machen da eigentlich alle mit. Ziel verloren.
Dich können wir nicht mehr bewegen, ne? Du kommst auch nicht weiter weg. Okay. Wie ist das jetzt so, wenn wir euch jetzt alle ein weiter nach da schicken? Ernsthaft? Nur damit das eine gerade Linie ist? Ja, ihr habt keine Ahnung. Für sowas mache ich das gerne. Ich wollte noch ordentlich klicken kann. So, zack. Guck mal, wie schön gerade das jetzt ist. Schiff unter Beschuss. Richtig sexy. Ich weiß aber nicht, ob wir die Hobbits da nochmal hinkriegen. Ah doch, passt. Passt alles. Dicker, mach dir keine Sorgen, das geht. Na, das sieht doch jetzt toll aus. Nur ob das da drüben so stehen bleiben sollte, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist schon mal gut. Wenn ich mir da jetzt nicht einig werde, mache ich die Billig-Variante. Ich mache den so und dann so. Stell den nach außen. So wie das aussieht, passt der da jetzt auch noch hin. Dann könnte man tatsächlich, wenn man Lust und Freude dran hat, genau das so einstellen. Gefällt mir nicht ganz, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ich könnte nochmal versuchen, das Ganze ein weiter nach rechts zu schieben, aber die Frage ist, ob ich das will. Wenn wir den nämlich noch ein weiter nach rechts hinschieben, eigentlich müssten es zwei sein. Wenn wir zwei machen, kriegen wir dann noch mehr Häuser hin. Wenn wir die zwei machen, dann würde der oben rechts, der hier, würde dann noch mit, also der würde dann rüberrücken. Okay, das würde gar nicht auffallen. Was mal durchziehen. Oh Gott, das Ganze jetzt zwei weiter nach da rüber schicken. Eins, zwei, okay. Ja. Ja, ja, immer kaputt. Ist halt so, okay. Damit bist du jetzt hier auf der Grenzregion. Dich würde ich aber wegnehmen, damit wir hier gerade die Straße noch durchkriegen. Kriegen wir nicht. Dann würde ich den so setzen. Nee, das würde auch nicht gehen. Das ist schon schlecht. Wenn wir den nach außen verteilen und den auf drei legen, ist auch irgendwie dämlich. Die Frage ist, brauchen wir die zwei? Ja, wir brauchen die zwei. Wenn wir die zwei nicht haben, kriegen wir das nicht hin. Weil sonst macht die ganze Abteilung, was wir hier machen, überhaupt gar keinen Sinn. Also gar keinen. Weil jetzt legen wir ja darauf fest, dass wir, wenn wir hier die Straße noch, also die Häuser noch hinbauen, könnten wir das so machen, dann würde hier so das Teil hinkommen. Jetzt könnte man hier noch ein bisschen hin und her schlawinern. Wie viel ich letztendlich will, und da würde ich sagen, das wäre so mein Part, den ich jetzt sehen möchte. Machen wir drei in der Mitte? Ja, wir machen drei in der Mitte. Entspannt euch da draußen, ihr kriegt gleich was. Zack, 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 zack. So, dann würde der jetzt so stehen. Dadurch würde die Außenlinie nicht mehr verschwendet werden. Ja, du bleibst da, wo du jetzt stehst. Du kommst ein weiter mit rüber, was überhaupt keinen Unterschied macht, weil ich einfach hier sage, okay, das soll so. Ja, dementsprechend würde das hier da abschließend sein. Hier würde noch ein bisschen was überbleiben. Da könnten wir dann auch nochmal drüber nachdenken, hier einfach zu sagen, okay. Die Feuerwehr würde ich zurzeit erstmal, wo ist er denn da? Einfach hier mit unterbringen. Kann ich den oder kann ich den nicht? Ja, ich könnte. Ah, kann ich? Wenn ich auf 2 gehen, muss ich ja dann. Nee, kann ich ja nicht. Müsste ich auf 1 gehen. Das ist auch wieder dämlich. Das könnte man zum Beispiel auch noch anders regeln, was überhaupt keinen Unterschied macht, aber es würde anders aussehen, wenn wir den zum Beispiel so hinsetzen. Ja, macht überhaupt keinen Unterschied, aber es geht jetzt darum, wenn ich jetzt
hier noch was verändern will. Schiff unter Beschuss. Könnte man das hier so ein bisschen ausbalancieren? Wenn ich an dich denke, denke ich an Plackerei. Ach, das ist irgendwie dämlich. Komm, dann machen wir so. Setzen die auf 3-3. Und holen uns zum den nochmal zurück. Sie gute Schwimmer. Warum mache ich das? Keine ich Ahnung, was besser aussieht. Ich blut auf meinen Erlöser an. Macht aber auch hier wieder keinen Unterschied. Ich könnte jetzt hier noch auf 2, 3, 4. Könnte da nochmal die Straße geradeaus durchprügeln. So. Jetzt ist immer noch die Frage, versetzen wir den nicht nochmal? Das ist auch wieder so ein Problem, was wir jetzt haben. Wenn wir den auf 2 aufteilen, sind wir, glaube ich, besser dran. Nächstes Problem. Ja, das ist hier nicht einfach mal, mache hier mal kurz die Häuser hoch und dann hat sich die Sache. So leicht haben wir das hier nicht. So leicht ist es nicht. Willst du noch ein bisschen Holz haben? Jetzt haben wir noch ein bisschen Stahlbeton, kannst du auch noch haben. Abdrehen beginnen. So leicht ist es nicht. Wie weit ist mein Item? Bist du unterwegs? Oh, was für ein Timing. Was für ein Timing. Uah! Endlich sind wir im Besitz dieses Kuriosen. Göttlich. Das war scheiße. Wow. Karma. Bam, da war es wieder. In your face, aber so richtig. So, nach meinen Berechnungen müsste ich jetzt quasi mit dem Layout hier, wenn ich das kleine Götter des Telsats aufgestellt habe, quasi meine Dinge hier auf 0 zurücksetzen. Das heißt, ob ich es hinbaue oder nicht, würde jetzt zurzeit noch keine Rolle spielen. Ja, und wie regeln wir das jetzt hier mit der Post? Wenn ich den weiter hier rüber stelle, haben wir das Problem. Ich bin ja jemand, der eigentlich gerne zentral baut. Wie würde sich das machen, wenn wir das Rathaus dahin verteilen und versuchen, noch ein zweites reinzubauen? Das würde sich nicht lohnen, egal wie wir das machen. Das wird es nicht bringen. Was braucht ihr eigentlich noch? Meine Zufriedenheit ist sogar messbar. Ja, ja, das ist schön, dass die messbar ist. Das Problem ist uns bekannt, wir arbeiten dran. Dann brauchen wir hier noch Strom. Der müsste jetzt auch noch irgendwie geliefert werden. Und zwar möglichst so, dass alle was davon haben. Frage ist dabei, ihr braucht auch Strom. Was ist wenn? Und zwar müsste der nochmal flöten gehen. Was ist wenn wir hier... Und somit hätte das jetzt alles schon wieder eigentlich Sinn gemacht, wenn wir oben die Schiene lang gezogen hätten. Rein theoretisch. Nehmen wir jetzt mal an. Also wir können es ja erstmal probieren mit der normalen Variante. Wenn ich den jetzt hier ransetze, würden alle Strom kriegen, aber auch nur, weil sie den Buff momentan haben. Wenn sie den Buff nicht mehr haben, was ist dann? Wo kommen wir denn? Hast du den rausgenommen? Ja. Kriegen nämlich nicht mehr alle hier was von Papi. Wie ist das, wenn wir das zentral laufen lassen? Ich nehme den runter und stelle den hier erstmal hin. Vielleicht müssen wir den einfach nur ein bisschen reinprügeln und dann haben wir es. Problem ist bei der ganzen Sache, dass wir da oben nicht mehr hinkommen. Dann wird es schwierig. Wir brauchen mehr Reichweite für den Strom. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Wir brauchen öffentlichen Dienst. Ja, wir brauchen die Reichweite. So viel ist klar. Also Attraktivität oder Zusatzeinkommen? Öffentliches Dienst. Wenn wir jetzt die Reichweite drinnen lassen, steht der eigentlich suboptimal.
Wie weit kommt der? Hand aufs Herz. Wie weit kommst du? Du musst hier ganz schön weit außen rum. Das liegt aber momentan nur an der Straße. Das könnten wir ändern. Das wäre kein Problem. Vor allen Dingen würde ich den jetzt hier nach da setzen. Du würdest jetzt erstmal kurz da rausgehen, weil das sein muss. Und dann würdest du von hier aus reinkommen. Damit hättest du eine komplett bessere Verbindung. Ja. Oben bist du erstmal alles grün. Wie weit kriege ich unser kleines Alpha-Hörnchen hier gedreht? Und dementsprechend wird die Schiene angepasst. So, bis jetzt würden alle was bekommen und auch hier würde erstmal die Zentrale voll und ganz mit Strom versorgt werden. Alle, die in der Abteilung stehen, die Strom brauchen, hätten auch welches. Abgesehen davon, dass wir jetzt alle eine Uni noch brauchen, aber das ist erstmal nebensächlich. Kann sie ja schon mal hinstellen. Die könnte außerhalb stehen. Zack, bam, dann müsstest doch du hier erstmal eine Uni kriegen. Wie läuft's denn jetzt hier mit meinen Dings nebenbei? Mal gefragt. Das sollte jetzt hier eigentlich ordentlich vorangehen. Warum läuft hier nichts? Halten Sie sich besser. Ihr habt eine 400%, ja. Aber das Holz wird zum Problem werden. Vielleicht nicht hier. Ja, aber drüben mit Sicherheit. In der neuen Welt. Das könnte knapp werden. Tatsächlich lebt hier noch einer. Okay, also ich könnte jetzt, wenn ich alles ausgeladen habe, kurz mal Zeug holen. Was bräuchten wir, um schnell rüberzukommen? Glühbirnen müssten da sein, meiner Meinung nach. Strom, das Problem ist uns bekannt, wir arbeiten dran. Ja, sobald du genug Leute hast, kannst du auch das in Angriff nehmen. Wir brauchen also mindestens noch diese Abteilung, ob ich will oder nicht. Die müssten auf jeden Fall noch mit rein. Die Außenabteilung muss Bauern bleiben, weil wir die Bauern brauchen. Schiff unter Beschuss. Was ist denn hier drüben schon wieder kaputt gegangen? Ja. Wir sind wieder 1% unterm Dings. Das ist doch schon wieder irgendein Betrug hier. Das kann doch nicht wahr sein. Hier haben wir theoretisch so sehr gerecht zu sein. Noch einen Platz für ein Tierchen. Aber das kostet wieder 10 Einfluss, wenn wir den jetzt hier hinsetzen wollen. Und die haben wir natürlich nicht. Ja. Na? 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 Nein, nein, nein. Die Stadt ist attraktiver geworden. Ah, wir sind wieder im Plus. Wie schön. 42. Hätten wir denn irgendwas davon, wenn wir jetzt hier noch irgendwie einen reinhauen? Nee, würde ich ja ungern machen. Jetzt wieder ganz knapp wieder drüber mit 5. Aber der ist so wichtig. So, mit den Brillen. Kommen wir dann schon auf die... Ja, nee, das reicht nicht. Auf dich müssen wir noch warten. Kannst du von hier noch was holen, außer die Brillen? Schiff unter Beschuss. Erstmal bringen die Brillen. Eine Frage, verkaufen wir welche? Nee, die verkaufen wir nicht. Das ist gut. Nee, Maschinen verkaufen wir ein paar. Das ist in Ordnung. Gold, da können wir drüber reden. Alles erstmal noch im Griff. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ja, es ist halt verdammt schwer geworden, ne? Mit so wenig Einfluss zu arbeiten. Alles im Namen Ihrer Majestät. Wir liefern jetzt noch die Sachen ab. Gucken, ob wir die dann noch aufsteigen lassen können hier außen. Wenn die heute auch nochmal mitmachen, weil alles, was im Umkreis steht, muss theoretisch noch hoch. Aber die wollen alle nicht. Warum, weiß ich nicht. Die sind alle irgendwie zu faul, gerade am Aufsteigen. Sehen Sie sich nur an. Oh, die Brillen sind da. Ich würde schon ganz gerne noch die Investoren knacken, aber dann muss das jetzt fix gehen. Dann muss das jetzt alles mit einem Mal klappen. Müssten die jetzt aufsteigen, die auch... Zack.
Ihr beiden steht noch mit drin. Euch würde ich den Viererblock noch mitnehmen. Naja gut, ihr könnt auch noch mitmachen. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Wenn ihr jetzt gleich noch mit aufsteigt, dann geht's los. So, hier nochmal die Straße. Dann kommt der Strom nochmal besser hin. Gut, Götter des Deltas, seid ihr alle da? Die stellen wir jetzt noch mit auf. Letzte Amtshandlung auch hier. Es ist... Mehr kriegen wir nicht. Wo stellen wir das Ding hin? Uah! Wieder so ein Problem. Zack, zack, zack. Erstmal so klein wie möglich. Der Witz ist, wir haben gerade nicht den Einfluss dafür. Warte, dafür muss man kein Genie sein. Wir nehmen den kurz raus. Zack, dann kriegen wir den Einfluss wieder. Wunderbar, jetzt steht er wieder, sind wir wieder bei 42 und falls wir noch irgendwo eins aufbauen, sparen wir tatsächlich wieder Einfluss. Jetzt wäre er bei plus minus 0, das ist natürlich nicht so das Highlight. Komm schon, machst du jetzt mit hier oder was? Wenn du aufsteigst, können die anderen quasi mitmachen. Komm schon. Irgendwas Waff drin, dass er mehr Leute wohnen. Aus der Nähe betrachtet. Genug Süßwassermatrosen. Er will nicht. Oh, eine Inspektion. Hier ist immer noch die Zusatzkohle. Nehmen wir das Eisenerz. Müsste man eigentlich überlegen, ob man den noch Eisenerz umstellt da unten. Aber bis jetzt läuft der Laden. Komm schon, komm schon. Meine. Put, 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 put. Haben wir eigentlich noch Post? Wo war eigentlich die Post? Einzelne Krieger aufgestellt? Natürlich nicht. Das Ding hat immer so einen riesen Umkreis, dass es nicht geht. Schwierige Angelegenheit. So, was ist jetzt? Wunderbar. Bam. Das reicht nicht. Nein. Reicht nicht. Warte, dann müsst ihr da auch noch mitmachen. Ansonsten machen die da nicht mit. Jetzt haben wir es. Damit ist der Strom. Damit sind die frei. Ja, wir kriegen es noch. Weil der ganze Quatsch hier lohnt sich nur, wenn wir jetzt hier auch ordentlich was dabei rausbekommen. Hier überlege ich jetzt, wie weit wir das hier noch treiben. Da würde ich schon ganz gern den auf dem Vierer verteilen, weil es cool aussieht. Kann der Roland immer nicht aufhören. Zack. Zack, also die stufen wir jetzt nur noch eins hoch. Weil dann haben wir so einen schönen kompletten Block noch. Der noch mitmacht. So, komm. Eine Abteilung wollen wir noch... Ich kann etwas bewegen. Wollen wir jetzt noch Investoren draus machen. Natürlich musst du dir jetzt noch was kaufen. Muss ja sein. Macht ja sonst keinen Spaß. Kostet wieder wertvolle Zeit. Oh, wenn wir was vergessen, kriegen wir wieder Ärger. So. Komm schon. Zack. Kriegen wir noch eine Abteilung? Nein, so viel Holz haben wir nicht. Gut, dann müssen wir beim nächsten Mal noch Holz holen. Ach, was soll's. Daraus kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Nochmal Fenster, nochmal Stahlträger, vor allen Dingen Steine. Wird nur einmal Holz. Ne, das ist ein bisschen wenig. Zack, bringst du es her. Gut, dann lassen wir es erstmal so. Stufen den Rest hier beim nächsten Mal noch mit hoch. Dann haben wir wieder Einfluss. Bis jetzt haben wir nur die 50 von der neuen Welt. Also hier sollen jetzt nochmal so 30, 40 dazukommen, wenn wir die alle außen drumherum noch nutzen. Ja, ich finde, das ist den Aufwand wert. Dann schauen wir hier, ob das funktioniert. Und je nachdem, wie viel Einfluss wir haben, beim nächsten Mal überlegen wir dann, ob wir nicht doch nochmal rübergehen nach Herrn Beser.